Hallo, grüezi, Mobbing und herzlich willkommen zu der Meta-Arena Nummer 163. Wie immer mit dabei, der Jens. Sali Jens. Hallo kurz. Ja, bevor wir mit dem Feedback zum 162 anfangen, möchte ich noch schnell erwähnen, es ist Donnerstag, der 17. März. Und der 17. März, wie könnte es anders sein, muss man natürlich ein Guinness trinken. Jetzt ist es nur so, ich habe kein Guinness. Dafür ein Murphys. Also werde ich da probieren, dass Murphys einigermaßen souverän in das Guinness-Glas reinzukippen, auch wenn das eine Sünde ist. Ist mir kackegal. Währenddem schauen wir uns das erste Video an, und zwar das Feedback-Video vom Dodo. Guten Abend, Kurt und Jens. Zunächst mal, wow, was für eine riesige Sendung. Respekt, super zusammengesucht und alles 1A. Besser Gott, kann es mir nicht vorstellen. Ich kann nicht viel Wort zu der Ukraine und dem Angriffskrieg von den Russen sagen, wo nicht schon gesagt worden sind. Und es gibt nicht genug Schimpfwörter für den Diktator Putin. Darum lasse ich es dort. Was ich aber noch gehört habe, was ich eine interessante Theorie finde, die ich noch gehört habe von einem ehemaligen britischen Navy-Typ, ist, dass der Putin den Krieg jetzt angefangen hat, weil er auf der Krim-Halbinsel kein Wasser hat. Dass Krim eigentlich übernommen hat wegen ökonomischen Gründen, weil die dort Öl und Gas haben. Und dass er gefunden hat, okay, dann nehme ich mir das. Und die Ukrainer nachher, nachdem das gemacht passiert ist, gefunden haben, ja, okay, gut, dann geben wir der Krim-Halbinsel einfach kein Trinkwasser mehr. Und jetzt sind offenbar dort langsam die Fahrräder am Trocken gehen. Und das ist gemäss dem Typ seiner Vermutung der Grund, weshalb er das jetzt gestartet hat. Und dass alles, dass er das garantiert nicht wird aufgeben in eventuellen Friedensverhandlungen. Habe ich noch interessant gefunden, ist sicher etwas zum Überlegen. Danke, macht weiter. Und dann hat er noch angehängt, hätte sollen sagen, macht weiter so am Schluss, aber hat nicht mehr ganz reingepasst. Ja, sehr, sehr geiles Feedback, da können wir natürlich nur sagen, Messi, dass sie mitmachen. Und zu der Wassertheorie, ob das der ausschlaggebende Grund war, das ist natürlich Spekulation. Aber das stimmt natürlich, dass Krim vom Wasser abgeschnitten haben. Das habe ich auch so mitbekommen. Also stimmt natürlich, sage ich jetzt so selbstsicher. Habe ich so auch gehört, wissen tue ich das Ganze natürlich nicht. Jens, Insights? Nicht mehr als das, was bereits gesagt worden ist. Dann schreibt das Wahnsinn. Vielen Dank, Kurz und Jens, für eure grandiose Arbeit. Aufgrund der Ernsthaftigkeit der Natur dieses Themas und zugunsten des Verständnisses schreibe ich heute auf Deutsch. Ich gehe jetzt hier auf das zuletzt erwähnte Gedankenexperiment ein. Das ist vom Stefan Schulz gewesen. Die Idee, militärische Kapitulation, Wirtschaftskrieg aufrechterhalten. Gehen wir mal davon aus, dass Präsident Wladimir Putin tatsächlich seinem Verstand zugunsten seines Hasses gegen den Westen, sagen wir mal, etwas reduziert hat. Und nehmen wir weiter an, dass wie angedacht die Ukraine zwar kapituliert, aber der Wirtschaftskrieg gegen Russland in aller Härte weitergeführt wird. Was sollte die russische Regierung daran hindern, sich Alliierte, Nordkorea zum Beispiel, zu suchen, die neu gewonnenen Ressourcen der Ukraine zu nutzen und weiter gegen den Westen vorzugehen? Und wie wahrscheinlich ist dieses Szenario, wenn die Ukraine diesen Angriffskrieg verliert? Ja, auch das wieder völlige Spekulation. Ich bin Laien auf dem Gebiet. Was ich gesehen halt, ist, dass ja Russland schon die Alliierte sucht, sprich China. Mit China probiert ihr ein Ding zu machen. Mit bisher mäßigem Erfolg. Aber, ja, also bei mir ist halt, ich sehe einfach überall den kalten Krieg wieder aufkommen, wenn ich es mal so formulieren darf.
In der Ukraine aktuell ist er sehr, sehr heiß. Ich will nicht sagen, dass es nur ein kalter Krieg ist, das nicht. Aber wir reden schlussendlich, wenn es die NATO betrifft, direkt, reden wir von Atommächten, den zwei grössten Atommächten, die sich gegenüberstehen. Wenn es dann einen heissen Krieg gibt, ja, dann haben wir es, glaube ich, gesehen. Aber ja, alles Spekulation, darum lassen wir das an dieser Stelle, außer der Jens würde gerne mitspekulieren. Ich weiss nicht, ob nein oder ob läge, aber lassen wir es mal, gehen wir weiter. Ist ein Lag gewesen. Easy. Wie immer, nach 10 Minuten. Hast du etwas wollen sagen noch? Grundsätzlich sehe ich es halt nicht wirklich wie der Kalte Krieg. Weil du musst bedenken, heutzutage ist die Welt einfach viel mehr zusammengewachsen als vor 30, 40 Jahren. Das ist ein grosser Faktor. Es ist näher bei den Leuten. Dementsprechend ist das Ganze halt auch präsenter bei allen zusammen, durch alle Bevölkerungsgeschichten durch. Früher musst du eine Zeitung schauen oder hast du halt am Abend Tagesschau gegeben, sofern er Lotzen gekommen ist und so weiter und so fort. Klar, es ist wieder Krieg, aber es kommt anders über. Vor allem halt eben, die Leute werden 24/7 mit dazu gepflastert. Das ist nicht wie dort halt, wo am Abend um 7:45 oder um 7:30 irgendwie die Nachrichten gelaufen sind, dann hast du ein paar Bilder gesehen und irgendein Typ im Anzug ist dort gekocht, nicht irgendetwas runtergelesen, sondern ja, wir haben Live-Bilder quasi aus der Krisenregion. Auf allen möglichen News-Outlets. Und wenn dich noch ein bisschen tiefer gehst, dafür interessieren, dann hast du noch viel mehr Material. Also, ja. Das Version 2.0 oder keine Ahnung. Also. Aber dort geht es ja vorwiegend um die Vermittlung. Wie kommt der Krieg, und das ist jetzt wieder eine wahnsinnig privilegierte Situation, weil ich das so formulieren kann, wie kommt der Krieg bei uns an? Das ist nicht zu vergleichen mit dem Kalten Krieg, das ist korrekt. Der Kalte Krieg, den ich im Hinterkopf habe, ist der von dem System. Sprich, Russland geht sich bei China orientieren, mit dem autoritären Kapitalismus gegen die westlichen Demokratien, mit, ja, bei aller Kritik an der westlichen Demokratie, insbesondere in den USA, aber halt bei den, in Anführungszeichen, freieren Demokratien. Dass die Systeme oder die Wertesysteme wieder aufeinander prallen. Sind das mal andere? Aber es wird wieder bipolar. Blockdenk. Ja, der Raphael schreibt, danke Kurz und Jens, ja, bitte gern. Und der Emre schreibt, danke Jungs, ich hasse es, Infos zu suchen. Immer wieder gern, oder sagen wir, jedes zweite oder dritte Mal gern, heute sind wir nicht so gut aufgestellt. Der Go Kenji schreibt, da muss ich das schnell übernehmen. Danke für die Meta. Das ist mal eine gescheite Länge. Zu ganzen Konflikt muss ich sagen, dass ich Wolfgang aus den 29er recht gebe und mit Schrecken die Gamifizierung des Krieges beobachte. Der Wolfgang aus den neuen 20er, das ist der Wolfgang M. Schmidt. Der macht zusammen mit dem Stefan Schulz, wo wir gehört haben in der letzten Meta-Arena, den Podcast «Die neuen 20er». Auch sehr zu empfehlen. Der Gokenji schreibt weiter, inklusive Sportbericht erstaunt aus über dem Kriegsgebiet. Muss allerdings anfügen, dass ich dies zumindest Social Media nur von Hörensagen her bewerten kann, da ich seit Jahren keine mehr nutze. Dennoch hoffe ich, dass man in einen nicht so starken Freudentaumel verfällt und so schweres Feld nicht einfach die Ukrainer gegen Mordor kämpfen lässt im Kopfkino. Denn sonst entmenschlicht man schnell ein ganzes Volk. Gerade was das angeht, muss ich das Gedankenspiel von Stefan aufgreifen und die Frage stellen, ob er davon ausgeht, dass sich Putins Armee an die Menschenrechtskonfrontation halten würde. Ein sehr schöner Freudsche für Menschenrechtskonvention. Die Menschenrechtskonfrontation halten würde bei einer Kapitulation der angeblichen Russenschlechter, welche die eigenen ausmerzen wollen.
Ein Ende des Krieges ist zu erhoffen und zu erflehen. Dass jetzt aber vermehrt Kriegstrommeln geschlagen werden und man sich wieder aufrüsten will und dies zulassen des Sozialen, Klammerer Lindner FDP, Klammerer zu, kann und darf ja wohl nicht die Antwort sein. Und es ist auch zu hoffen, dass solch scharfe Urteile wie gegen Russland auch gegen andere Länder gesprochen werden, wenn sie mal wieder Demokratiebomben schmeißen. Ich hoffe, mein Gedankensalat war etwas verständlich. Allen eine gute Zeit und baldigen Frieden. Ihr weiter so. Gamifizierung vom Krieg ist ein sehr gutes Stichwort. In den neuen 20er ist es auch behandelt worden und das finde ich schon auch recht krass. Also, Gamifizierung, nicht mal unbedingt nur Gamifizierung, sondern auch einfach Kino, Cinematisierung, keine Ahnung. Wie er es da schreibt, dass man das Volk gegen Mordor kämpfen lässt im Kopfkino. Also, wie teils Medienberichte überkommen mit den heldenhaften Ukrainer, mit dem Zelensky als Figur, wo schon eine Filmfigur war, bevor er Präsident war und dann wirklich Präsident wurde, sind natürlich die besten Voraussetzungen, um genau das nach klassischem Hollywood-Schema ablaufen lassen. Die Frage ist einfach, wenn dann wirklich Nuklearwaffen im Spiel sind, wo kommt dann der Hollywood-Held, der das noch rettet? Den sehe ich dann in dem Moment eben nicht mehr. Ich finde es nach wie vor ein bisschen übertrieben, dass man vor Atomwaffen einsetzt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber in der Konsequenz. Also ich meine, es ist glaube ich so ein reales Szenario, wie sie 40 Jahre nicht mehr, 30 Jahre nicht mehr. Es ist Eskalation auf einer neuen Stufe. Es ist das erste Mal Kriegshandlung seit Ewigkeiten da bei uns in Europa. In Europa? Ja, Logo. Wir haben noch Serbien gehabt, wir haben den Kosovo-Konflikt gehabt und so weiter und so fort. Aber etwas in dieser Auswirkung, es ist nicht ganz banal und extrem blöd gesagt, wegen so Höhle Nummer 1 gegen Höhle Nummer 2 oder sonstige irgendwie kleine Nationen, die sich gegenseitig auf den Sack gehen wegen nichtigem Scheissdreck, sondern ein ehemaliger Grossmoloch, eine Weltmacht, die einfach probiert, mal wieder sich irgendeinen kleinen Landesteil einzuverleiben, nachdem man irgendwie schon mal gewähren lassen hat. Ja. Das sind andere Magnitude, das ist halt der Scheiß. Und gleichzeitig sehe ich halt auch, dass sich unglaublich viele Leute nicht Zeit genommen haben, um sich halt auch mit so etwas Unpopulärem fürs Leben wie ein Krieg auseinanderzusetzen. Der Scheiß ist immer das Gleiche. Alle Informationen sind offen. Man hat grundsätzlich immer die Möglichkeit gehabt, aber nein, die Leute ziehen sich irgendwelche scheissige Serien auf Netflix oder so, irgendetwas, keine Ahnung. Also, schuldig im Sinne der Anklage. Also, nein. Man kann also auch sowohl als auch. Es geht durchaus, wenn man das clever organisiert. Zu der Kategorie Lindner FDP, dass man zulasten vom Sozialen wird, aufrüsten, das halte ich natürlich auch für komplett falsch. Ich finde aber das Aufrüsten per se nicht nur falsch. Jetzt auf die Schweiz bezogen. Wobei ich natürlich auch realist genug bin, wenn der Verein da hinten oder aber die andere Seite mal kommt, dann hat die Schweiz halt relativ wenig zu bieten. Das ist völlig klar. Eine funktionierende Armee ist immer nur ein Punkt am Verhandlungstisch. Es geht nur um das. Und darum bin ich nicht grundsätzlich gegen die Aufrüstung. Aber ich bin natürlich gegen Aufrüstung, die zulasten vom Sozialen geht. Das macht keinen Sinn. Ja, das ist ein absolut richtiger Punkt. Du musst gleichzeitig halt auch sehen, dass sich sehr viele Bündnisstaaten von der NATO in Europa innerhalb von den letzten 10 Jahren halt so ein bisschen ziert haben, um die tatsächlich veranschlagten Prozentanteil vom Bruttoinlandssozialprodukt in die Aufrüstung, respektive nicht in die Aufrüstung, sondern schlicht und ergreifend ins Militär zu stecken. Ich mag mich zum erinnern, eben den Sollbestand oder einfach den Mitgliedsbeitrag quasi leisten. Ich mag mich erinnern, und jetzt Diskussion... Jetzt in diesen Zeiten, wenn halt tatsächlich die Scheiße am Dampfen ist, dann können wir natürlich alle wieder hinführen. Jetzt ist aber genau der richtige Zeitpunkt, jetzt müssen wir gerade richtig nachführen und so weiter und so fort, und dann schiessen wir das Ziel aus. Einfach mal halt schlicht und ergreifend das leisten, was man eigentlich sollte, wäre eigentlich schon mal okay, aber ja.
Ja, also ich erinnere mich an die Diskussion, wo der Trump Präsident war und er genau das gefordert hat, unter anderem von Deutschland und den anderen NATO-Mitgliedstaaten. Hey Kollege, 2% ist das Ziel, Zielvorgabe, macht das. Nicht heute und morgen, in den nächsten 4 Jahren ist okay für mich. Was ist die Diskussion gewesen? Geht es eigentlich noch? Sicher nicht. Aufrüstung in der heutigen Zeit ist doch kein Thema. Dann haben sie angefangen, Rechnungen zu machen, die Deutschen. Ja, wir tun ja so und so viel Geld in die Entwicklungshilfe leisten. Das sind ja eigentlich auch Sicherheitsausgaben. Das müssen wir also zu diesen 2% vom NATO-Ziel. Also, völlig absurde Diskussion, weil sie auf gut Deutsch gesagt haben, leckert mich. Und das ist jetzt natürlich völlig anders. Aber man muss auch sagen, die Welt ist eine andere seit dem Angriffskrieg. Das ist halt so. Also, bis vor dem Angriffskrieg hat man noch anders können argumentieren. Das geht jetzt nicht mehr. Es sind Realitäten geschaffen worden, wo halt sehr viele Politiker sich nicht haben können vorstellen. Ja, das zum Go Kenji. Der Flebe schreibt, und das finde ich auch wieder relevant, gerade weil wir den Jens vorher gehört haben. Bei aller Betroffenheit, jetzt so zu tun, als ob Europa seit dem Zweiten Weltkrieg der große Hort des Friedens gewesen sei, geht mir ziemlich gegen den Strich. Wendy Baerbock erzählt, Krieg in Europa sei für ihre Generation unvorstellbar, dann finde ich das sehr respektlos gegenüber den Opfern der Jugoslawienkriege. Ich zähle mich zur selben Generation und für mich war es völlig normal, dass mir bosnische und kroatische Mitschüler vom Krieg in Europa erzählten. Das ist so. Wir haben es in den letzten Meter ja auch aufgegriffen gehabt, was dort der Herr Zock einmal noch erwähnt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und das stimmt natürlich. Der Unterschied ist halt die Grossmacht. Also die Grossmacht, die den Angriffskrieg fabriziert. Natürlich hat dort die NATO auch interveniert, teils Mitglieder von der NATO. Das ist alles immer nicht ganz einfach. Aber dass eine Grossmacht einen Angriffskrieg in Europa lanciert, das ist neu für die jetzt lebende Generation. Nein. Spende. Wir bedanken uns für die Spende beim Dodo. Er schreibt für Bier und andere Weltschmerzverbesserungsmittel. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Terminus. Der Silvi, vielen Dank, sie schreibt Cheers. Aha, und selbstverständlich. Wunderbar, danke. Dann kommen wir zum Regio TV. Oh yeah. Da muss ich das wieder überschieben, sonst sehe ich das Regio TV nicht. Ich lasse Biergeklimpere weg, das mal, weil da schon alles parat ist. Easy. Tele 1 Nachrichten. Und ich habe TVWO geschaut. Allerdings sehen wir da Tele M1, und zwar vom Montag, 14. März. Wir sind nachher wieder monothematisch unterwegs, aber mit mehr Regio TV. Kein 10 von 10 mehr, sondern einfach Regio TV und Arena. Bevor wir aber wieder monothematisch unterwegs sind, will ich selbstverständlich euch das nicht vorenthalten, weil es geht im entferntesten Sinn um. Ich muss jetzt da natürlich auch Lanze brechen für den Bus. Ich bin auch verantwortlich für den Stadtbus. Und es ist so, dass mir die Buspriorisierungen, die sind ganz wichtig, damit Busse flüssiger können durch die Stadt fahren. Und was die Busser in Zofingen so machen, das sehen wir im Beitrag von Tele M1 vom Montag, 14. März. Der Start in der Woche hat sich der Chauffeur von diesem Bus sicherlich anders vorgestellt. Kurz vor den 11 hat sich der Fünferbus in Richtung Breitnau plötzlich selbstständig gemacht und ist in die Säule am Zofinger Bahnhof getatscht. Ein Augenzeuge hat das Ganze beobachtet. Ja, es war eigentlich so trickfilmmässig. Wir haben auf den Chauffeur gesehen, der vor der Kamera, vor dem Bus gestanden ist.
Und rückwärts läuft er den Bus und versucht, den Bus aufzuhalten. Im ersten Moment haben wir gemeint, es sei auch ein Bus, der einsteigen wollte. Bis wir gesehen haben, es ist niemand im Bus drin. Und er wollte den rollenden Bus anhalten. Laut der Polizei hat der Busfahrer wegen einem technischen Problem versucht, von aussen her die Batterie neu zu starten. Auf einmal haben sich dann die elektronischen Bremsen gelöst. Darauf rollt der Bus von seiner Haltestelle mit geschlossenen Türen davon bis in die Betonsäule rein. Der Chauffeur habe noch versucht, mit Händen und Füßen den Bus zu stoppen, das aber ohne Erfolg. Ja, unser Fahrer, der ist jetzt natürlich vom Dienst befreit. Man wird jetzt mit ihm das Ganze anschauen, wie er sich fühlt und dann die nächsten Planungen miteinander angehen, quasi wenn das er wieder in Betrieb kommt, ob er sich fit dazu fühlt. Während der Bus ohne Chauffeur davongerollt ist, ist laut dem Augenzeugen ein Passagier in drinnen gesessen. Auch sie ist mit einem Schreck davongekommen. Es hat sich zum Glück niemand verletzt, weder unser Chauffeur noch die einzelne Person, die im Bus innen war. Und wir sind sehr, sehr froh darüber. Während der Ersatzbus schon parat steht, heisst die nächste Station für den demolierten Linienbus Werkstatt. Wir rechnen mit einer Schadenshöhe von mehreren 10'000 Franken. Scheiße gelaufen. Ja gut, ein bisschen Plastik, ein bisschen Verbundsglas, ein bisschen Lack. Aber ja, es wird schon nicht passieren. Die elektronischen Bremsen lösen sich. Also gibt es die gute alte Zeit, wo man so richtig manuell noch eine Handbremse anzog, das ist halt vorbei, he? Das gibt es so auch nicht mehr. Ja, es geht alles Drive-by-Wire. Ja, das ist jetzt also eigentlich am Montag von der aktuellen Woche, wo ich das gesehen habe. Jetzt kommen wir zu TVW aktuell und gehen eine Woche zurück. Wir starten beim Montag, 7. März und es geht um Flüchtlingshelfer. Gut informiert in die neue Woche, guten Abend miteinander. Flüchtlinge aus der Ukraine ein sicheres Dach über dem Kopf geben, das ist das Projekt vom Verein Freundesdienst Schweiz. 180 Familien aus der Ostschweiz wollen bei sich die heimischen Menschen aufnehmen. Mit dabei ist auch die Familie Ecknauer, die selber 30 Jahre in der Ukraine gelebt hat und darum tief verbunden ist mit dem Land. Tanja Mückler über Angst und Hoffnung. Es sind die Bilder an der Wand bei der Familie Ecknauer, die an die Heimat und die Verwandten erinnert. Weit weg, in einem Land, wo gekriegt wird. Ja, es ist natürlich schon noch, sagen wir wirklich, so ein kleines Fenster in die Ukraine raus. Also, wir laufen jeden Tag vorbei. Ich schaue es immer an, ich weiß nicht wieso. Seit gut 2 Jahren lebt er mit seiner Frau in der Schweiz. Vorher 30 Jahre in Kiew, in der Ukraine. Dem Land, wo er seine Frau kennen und lieben gelernt hat, seine Kinder gross geworden sind und er jetzt muss zuschauen, wie alles bombardiert wird. Jetzt nicht denke, dass es jemals so kommt. Ich habe immer geschrieben, wenn ich ein Projekt geschrieben habe, politische Situation in der Ukraine, ein sehr friedliches Land. Überall sind Kriegereien gewesen, rundum, nur nicht in der Ukraine, es friedlich schon lange sein musste. Darum will die Familie Ecknauer helfen. Zusammen mit der katholischen Pfarrei Tüfe Bühlerstein haben sie rund 180 Familien gefunden, die Ukraine aufnehmen wollen. Mit einem Gar geht die Nacht los. Eigentlich wäre seine Frau Ina mitgefahren und die Flüchtlinge wären an die polnische Grenze gekommen. Heute, in der letzten Stunde, bevor es losgeht, hat sich aber alles nochmal geändert. Jetzt gehen wir ins Land rein, auf Lemberg, und dann haben wir entschieden, dass ich gehe. Wieso? Wir haben eine junge Tochter, sie ist 18 und der Altersunterschied zwischen mir und der Frau ist 17 Jahre und sie ist besser eine junge Mutter, als einen alten Vater zu haben. Wenn etwas passieren würde, was man nicht rechnet, aber das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Hure souverän Statement, krass. Eine, die die Stimmung im Haus drückt. Ja, ich habe Angst, ja, sehr. Ich habe Angst, Leute ukrainisch. Ja, mir ein bisschen schwer geworden. Also sie hat Angst schon auch, ja. Sie hat auch Angst. Also sie hat Angst, dass sie jetzt rausgegangen ist, und sie hat Angst auch. Natürlich macht sie sich Sorgen auch wegen der ukrainischen Leute. Was bleibt, ist die Hoffnung auf eine sichere Reise, und die ist genau durchgeplant. Es ist ein Doppelstöcker in beiden Anhängern. Wir nehmen noch Hilfsmaterial mit, wir nehmen Spende mit, wir nehmen Medikamente mit,
Und wir nehmen natürlich auch Lebensmittel mit für die Kinder und für die Frauen. Wir werden es dann vermutlich am Anfang kurz verpflegen mit einem Schokoriegel oder was auch immer und dann über Grenzen. Und dann halten wir an irgendwo und gehen mit denen etwas Warmes essen. Und schon am Donnerstag sollen die 120 Flüchtlinge zu Tragen von den Familien empfangen werden. Das also der Plan am Montag. Am Donnerstag erfahren wir dann mehr, wie es gelaufen ist. Da bitte ich schon mal vorausschicken, also den Beitrag schon, aber an die, die noch kommen. Sehr, sehr gute Regionalberichterstattung für so ein internationales Thema. Wie sie es runterbrechen auf, warum interessiert jetzt das der Heiri aus St. Gallen? Darum. Das ist Regional-TV vom Feinsten, also grosses Lob an TVO. Es geht direkt weiter. Das Thema ist natürlich leidig, aber so sind die Schweizer, das stehen die Deutschen in nichts nach. Mittwoch, 9. März, Spritpreise. Mit dem Auto von A nach B kommen kostet es immer mehr. Wegen dem Krieg in der Ukraine sind die Preise für Benzin innerhalb von wenigen Wochen rasant gestiegen. Für Leute, die aufs Auto angewiesen sind, eine schwierige und teure Situation. Die Forderung darum, der Bund soll handeln. Ein Hebel wäre die Mineralölsteuer. Wie sinnvoll es ist, die jetzt zu senken, im Beitrag von Svenja Rimli. Autos sind im Fall wirklich einfach nicht so geil, wie alle meinen. Es ist wie ein Albtraum für alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Das Tanken wird Tag für Tag teurer. Ein Liter Benzin oder Diesel kostet heute schon deutlich über 2 Franken. Das kann sich ja ein normaler Mensch gar nicht mehr sich leisten. Also wenn es so weitergeht, muss ich bald mit dem Velo arbeiten. Ich bin froh, dass ich ein Geschäftsauto fahre, weil bei dem aktuellen Preis würde mich, glaube ich, nicht freiwillig ins Auto setzen und irgendwo hinfahren. Das wäre momentan relativ untragbar, aber ja, die armen Autofahrer mit Porsche. Merkst du es dann schon? Die armen Autofahrer mit Porsche? Ja, die. Bitte was? Die tut mir auch am meisten leid, die armen Porsche-Fahrer. Haben es doch nur eine Partei gegeben, die an Porsche-Fahrer denken würde? Ah, die Autopartei. Hm. Ich habe jetzt spontan an die deutsche FDP gedacht mit dem Porsche-Lindner. Oh, wir gehen heute vorher tanken. Wenn dann plötzlich die Tankung 160 Stutz kostet, ja. Ein Blick auf die Statistik zeigt, das letzte Mal so hoch gewesen sind die Benzinpreise während der Finanzkrise 2008. Grund für den rasanten Anstieg? Der Krieg in der Ukraine. Das russische Öl fehlt auf dem Markt. Der Dozent für Volkswirtschaft an der Uni St. Gallen, Stefan Lecke, ist aber optimistisch, dass sich die Preise bald wieder einpendeln. Zum einen passt sich schlicht und einfach der Markt an. Die Ölpreise sind jetzt sehr hoch. Das führt dazu, dass natürlich der Anreiz für Saudi-Arabien, für Iran, auch für die USA, die selber Öl herstellen. Sie möchten jetzt möglichst viel verkaufen, sie möchten diesen hohen Preis ausnutzen. Das sorgt dann aber dafür, dass das Angebot an Öl steigt und dadurch wird der Preis dann auch wieder mittelfristig fallen. So ein typischer Ökonom, der es für so einen Double wie mich erklärt. Und das kommt genau so über. Warten, bis es so weit ist, dafür haben viele keine Geduld. Die SVP zum Beispiel fordert den Bund zum Handeln auf. Er soll die Mineralölsteuer senken. Und auch die Autofahrerinnen und Autofahrer finden, es sollte etwas gehen. Die Benzinpreise, da kann sich niemand mehr leisten. Und man verdient ja wegen dem nicht mehr. Ich weiß nicht, wie man so zuschauen kann, dass in einer Woche der Preis um bald 1 Euro aufgeht. Das ist mir nicht ganz klar. Die Frage ist immer, wie langfristig wird das so sein mit diesen Preisen? Es ist sicher viel vom Krieg momentan abhängig. Ja, aber man muss sicher reagieren, definitiv. Also etwas muss man machen. Nein, eigentlich voll nicht. Was sagt der Ökonom? Der erklärt es wieder für dumme. Aber nicht die Mineralölsteuer senken, findet der Stefan Lecke. Will? Jetzt in einer akuten Situation an dem Preis herumzuschrauben, indem man zum Beispiel die Steuer anpasst, halte ich nicht für sinnvoll. Denn es gibt immer mal wieder Produkte, die teurer werden. Demnächst könnte möglicherweise Brot teurer werden, weil das Angebot an Weizen knapp geworden ist durch den Ukraine-Krieg. Wollen wir dann den
die Mehrwertsteuer auf Brot senken. Stattdessen sollen wir jetzt Ruhe bewahren. Die Realität ist im Moment aber, Diesel und Benzin sind so teuer wie schon lange nicht mehr. Ja, Ruhe bewahren nützt dann natürlich relativ wenig, wenn man sich das Pendeln nicht mehr leisten kann. Jetzt ist es aber so, wenn man Mineralölsteuer senken würde, dann subventioniert man SUVs und Boliden, die völlig sinnlos umeinander karren, genau gleich. Also das ist dann eine Gießkanne sondergleichen. Und durch das, dass der Staat weniger Einnahmen macht, die Preise aber gleichzeitig steigen und man das Zeug immer noch aus Russland importiert, tun wir an Putin seinen Krieg gerade noch mit subventionieren mit so einer Massnahme. Sprich, wenn man etwas muss machen, dann kann man von mir aus bei den Prämienverbilligungen der Krankenkassen ansetzen. Man kann ein Energiegeld machen für schwächere Haushalte, finanzschwächere Haushalte. Irgendwie so, aber da gibt es doch cleverere Instrumente, wie einfach sagen, man senkt die Steuern. Ich wäre vor allem daran interessiert, an effektiv mal eine reale Aussage von jemandem, am besten eigentlich von unseren Zuschauern und Zuhörern. Was ist der real gelebte Unterschied im Portemonnaie, wenn ihr gehen könnt tanken? Weil beim besten Willen, kein Schwanz hätte man das bis jetzt können wirklich sagen. Alle Leute, die ich darüber geschnurrt habe, auch Leute bei mir in der Bude, sagen nur, ja, es ist teurer geworden, es ist schon krass und so weiter und so fort. Aber was ist tatsächlich der Frankenbetrag im Unterschied, jetzt aktuell? Hätte man irgendwie aus irgendwelchen Gründen keinen können sagen. Habe ich bis jetzt auch nie irgendwie sonst irgendwie gelesen oder sonst irgendwo können aufschnappen. Ich wäre sehr daran interessiert, wie viel Franken Unterschied das ist. Ich auch mal zu mir auch können irgendwie so. Na was? Ich kann dir das so nicht sagen, weil ich gehöre entweder zu dieser Fraktion da. In den Postauto und Stadtbus zu Winterthur zieht es und es ist kalt. Oder aber ich fahre Velo und darum, ich kann nicht mitreden, was Benzinpreise anbelangt. Aber dass das natürlich einschenkt, das kann man durchaus vorstellen. Wenn du jeden Rappen musst umdrehen, damit du noch zu deinem Arbeitsort kommst und dann kostet das auch. Ich wollte den Betrag hören und wo die Rappenspalterei verdammt nochmal anfängt. Es kann ja wohl nicht sein, dass irgendwie die pro Woche irgendwie aufs Mal irgendwie 200 Stutz mehr ausgeben für den verschissenen Most. Nein, oder wenn, ich... dann sagen wir das, dass es tatsächlich so hoch ist, weil vorher finde, es ist ein verficktes Sturm im Wasserglas. Aber vielleicht im Monat und dann schenkt es dann irgendwann halt in das Wasserglas. Ich will nicht sagen, dass es die Problematik nicht gibt. So weit würde ich nicht gehen. Ich würde einfach sagen, dass es cleverere Instrumente gibt, um dem entgegenwirken, als man senkt Mineralölsteuer. Das ist so das Dümmste, was man wahrscheinlich machen kann. Ja, das auf alle Fälle. Aber eben, das ist eine kurze Störung in dem Ganzen. Eine Überreaktion vom Markt und überhaupt. Aber das eben, der muss mal irgendwie ein paar Rappen oder ein paar Franken rauf und schon mal Weltuntergangsstimmung. Ich weiss doch auch nicht. Was sind wir denn aktuell? Sind wir wieder bei 2 Stutz umeinander? Ja, also das korrigiert sich ja wieder. Ja, aber eben das ist so. Weltuntergangsstimmung, sobald die Spritpreise steigen, das kennen wir. Ich wäre natürlich auch wieder mal zu begeistern für so einen autofreien Sonntag, 80 auf der Autobahn und so. Das volle Programm. Dann haben wir wieder kalte Krieg-Stimmung, so wie sich's gehört. Und dann sehe ich Massnahmengegner natürlich schon auf dem Bundesplatz, aber das auch nur am Rand. Wir kommen zu besseren Nachrichten. Am Donnerstag, 10. März, die Ankunft von diesen Flüchtlingen, wo am Montag schon über das Abholen berichtet wurde. Das aktuell mit diesen Themen heute. Guten Abend miteinander. Fast 1500 Kilometer haben über 100 Flüchtlinge aus der Ukraine hinter sich. Menschen aus der Gemeinde Tiefen und der Chile sind Anfangswoche aufgebrochen, um sie aus dem ukrainischen Lehmberg zu retten. Heute sind die beiden gerne wieder zu Tiefen angekommen. Nicole Milz war bei der Ankunft dabei gewesen. Es sind Tränen von der Erleichterung und Verzweiflung. Emotionen, die 120 Flüchtlinge in den letzten Tagen durchgemacht haben.
von den Ukrainerinnen und Ukrainern redet heute keiner vor unserer Kamera. Sie sind noch zu überwältigt von all dem, was gerade passiert. Der Tagblatt-Journalist Raphael Rohner war bei der Aktion «Die Flüchtlinge nach Tiefen zu holen» mit dabei und erzählt von der Heimreise. Die Stimmung der Busreisenden bei diesen 120 Flüchtlingen war sehr unterschiedlich. Die einen haben sich gefreut, dass sie aus der Ukraine rauskommen. Die meisten waren aber eher niedergeschlagen, haben Probleme damit, dass Familien zurückgehen müssen, dass ihr Hab und Gut zusammen in zwei Plastiksäcke oder zwei kleine Tüten mitnehmen müssen. Wie wenig das ist, zeigt der Anblick. Das Gepäck ist alles, was 75 Leute noch haben. Alle ihre wichtigsten Sachen, der Rest dürfte zum Teil für immer weg sein. Die Flüchtenden kommen von der ganzen Ukraine. Ein Schweizer Hilfswerk hat sie in den letzten Tagen ins ukrainische Lemberg gebracht, damit sie dort abgeholt und in die Freiheit gebracht werden. Dazu sind dann nach dem Öffnen vom humanitären Korridor in der Ukraine, nochmal von Kiew, Leute gekommen und die haben sich gestern Morgen am 9. Uhr besammelt an einem festgelegten Treffpunkt in einem alten Kloster in Lemberg und dort haben sie unsere Gärten abgeholt. Nach über einem Tag Garfahrt, jetzt also die Ankunft heute Nachmittag zu Tiefen. Gerührt sind nicht nur die Flüchtlinge selber, sondern auch alle, die sie empfangen. Ich habe mich noch gefreut, wie die Kinder sofort wieder zum Lachen kommen, wenn sie spüren, dass die Sonne scheint und dass sie ein Baby in der Hand haben und dass sie können nicht dass sie nicht allein sind. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt geben können. Also ein bisschen Sicherheit. Mama ist da, Grossmama ist vielleicht da und so weiter. Das Kind wieder dürfen aufatmen. Das sind sehr, sehr tief wegen dem Moment. Wenn man sich vorstellt, was die Leute alles erlebt haben, unvorstellbar. Da fährt tief ein. Die 120 Flüchtlinge kommen jetzt in verschiedene Familien in der Umgebung von Tiefen, die sich freiwillig gemolden haben. Wir haben eine Taskforce gebildet mit den Vertretern der Kirche hier und wir schauen, was wir mittel- und längerfristig für unsere Gäste hier machen können. Denn es wird nicht ganz kurz sein, es wird länger gehen und da braucht es auch entsprechende Strukturen und da versucht die Gemeinde mit ihnen zusammen die entsprechend bereitzustellen. Jetzt heisst es für die Ukrainerinnen und Ukrainer aber erstmal ankommen und sich an die neue Umgebung gewöhnen. Was mir da aufgefallen ist, insbesondere vom Gemeindevertreter, vom FDP-Dude, aber auch sonst, man hat nicht einmal gehört, der Bund muss. Was ich noch interessant finde, weil der Bund muss selbstverständlich. Jens, hast du zu diesem Beitrag etwas wollen sagen, sonst würde ich da gerade den Übergang machen, zu was der Bund muss. Nein, ich kann es machen, passt. Und zwar reden wir da vom sogenannten Schutzstatus S. Am Freitag, 11. März, ist es dann soweit gewesen und das ist der Beitrag dazu. Der Bundesrat hat heute einen historischen Entscheid gefällt und den Schutzstatus S das erste Mal aktiviert. Da zum Flüchtling aus der Ukraine unbürokratisch können aufnehmen. Bis zu 60'000 Menschen aus der Ukraine könnten wegen dem Krieg in ihrem Heimatland in die Schweiz kommen, sagt Bundesrätin Karin Keller-Sutter heute. Das ist aber nur eine Schätzung, es könnten auch mehr werden. Klar sehe ich jetzt schon, dass der Bund und Kantone bei der Unterbringung auf die Hilfe von Privatpersonen angewiesen sind. Und es zeigt sich auch, die Hilfsbereitschaft, die ist um. Dutzende Leute machen ihre Haustüren auf und nehmen kurz entschlossen Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Der Marc Lütolf hat so eine Familie können besuchen. Okay. Die Bilder zeigen, wie gross die Freude der ukrainischen Familie über ihr vorübergehendes Zuhause ist. Der Nikolai ist mit seiner Familie vom Krieg in die Ostschweiz geflüchtet. Für die Tochter Anna ein schöner Moment in einer sonst schwierigen Zeit. I guess a lot of people were very surprised because wir sind sehr überrascht gsi, wie gastfreundlich die Schweizer zu uns gsi sind. Ja, ich auch. Wir haben seit langem wieder mal Kirchenglocken gehört, Leute. Das ist sehr schön gsi und hat uns glücklich gemacht. And it was very nice and we are very happy. In welcher Ostschweizer Gemeinde die Familie untergebracht ist, darf aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht gesagt werden.
Nicht zuletzt darum, weil ihre Geschichten heftig sind. Auch die Gastfamilie will nicht mit dem Namen ins Fernsehen. Sie haben jetzt gerade erzählt, wie es ihnen gegangen ist in ihrem Haus in der Ukraine, wo russische Soldaten mit ukrainischen Uniformen hergekommen sind und sie bedroht haben. Und es ist jetzt natürlich eine verrückte Geschichte. Sie können jetzt hier auch wissen, was bei ihnen passiert. Die eine hat ihren, Dana hat ihren Ehemann müssen in die Ukraine zurückgelassen. Und ich glaube, es ist schon eine Situation, wo sie nicht gesucht haben. Auch die Kommunikation ist alles andere als einfach. Vieles läuft über Hände und Füße. Trotzdem ist für die Familie klar gewesen, sie wollen helfen. In der Situation, in der wir da sind, eigentlich sehr privilegiert mit einem Haus, mit im Moment ein bisschen Platz, wo man frei gehen könnte. Also dank den Söhnen, die gerade zuvor gesagt haben, sie rücken ein bisschen zusammen, dass man ein Zimmer frei machen können. Und im Vergleich zu dem, was die Leute durchgemacht haben oder noch durchmachen, die noch auf der Flucht sind, ist das wirklich ganz eine kleine Sache, die wir da können, beitragen. Wie lange die ukrainische Familie in der Ostschweiz bleibt, ist unklar. Abhängig davon, wie sich die Situation in ihrem Land entwickelt. Immerhin, nach der langen Flucht können sie jetzt einmal ausruhen. And a lot of people were crying. Viele Leute haben gebrüllt, weil wir müssen flüchten mussten. Aber wir mussten ums Überleben kämpfen. Auch im Bus hat es viele kleine Kinder gehabt, weil irgendwie müssen wir auch unsere nächste Generation in Sicherheit bringen. Because we need to save our future generation. Ja, das also, der Schutzstatus S ist aktiviert und die Solidarität ist da, scheint gross. Was das konkret bedeutet, dann in der nächsten Meta-Arena, wo ich mehr Clipmaterial dazu habe, das ist jetzt da noch nicht so aktuell in der Arena am Rande. Aber ja, die Regionalberichterstattung habe ich wirklich stark gefunden. Jens. Wo gerade lägt, vermutlich. Puh, was soll ich sagen? Ich finde es schön, dass Leute tatsächlich so schnell irgendwie da hingeholt worden sind. Ist wichtig, ist richtig. Gewisse Diskussionen um das Ganze. Nebendran stören mich einfach ein bisschen, wenn es ein aufs Mal heisst, ja, denen hilft mir jetzt so schnell, währenddessen haben wir doch weltweit überall immer noch Krieg und dort schaut man dann ein paar vorbei oder sonst irgendetwas. Ja, aber ja, da haben wir jetzt einfach schlicht und ergreifend die schnellere Möglichkeit und besseren Zugriff, dass man effektiv etwas kann anreissen kann. Ohne, ja. Das ist auch das, was ich jetzt so gesehen, was ich jetzt so nicht bekomme. Den Schutzstatus S hätte man auch für Syrien können aktivieren. Das wäre kein Problem gewesen. Das hat man nicht wollen. Das hat man politisch nicht wollen. Und ja, was das konkret bedeutet, ich erwarte morgen eigentlich noch eine Medienmitteilung von der Stadt Winterthur zu dem Thema. Also, ich weiss, dass morgen eine kommt. Es hat allerdings eine Sperrfrist. Darum tun wir dann in der nächsten Meta-Arena sehr gerne darüber reden, wie das Winti dann handhabt. Und dann können wir auch unser Urteil bilden, ob wir sagen können, Winterthur ist doch ein wunderbares Beispiel. Oder dann halt eben nicht. Arena. Ich nehme mal an, ja. Hey, willkommen in der Arena. Geile Sache, geiler Abend. Allerdings kommen wir noch nicht direkt zu der Arena, sondern zu der Meta-Arena. Und zwar schauen wir aufs Twitter-Profil von Sandro Brotz. Und zwar hat er am 11. Februar ein Video gepostet, das geht um die Stimme der Arena. Dass wir da mal ein Bild dazu haben. Ich mag ja das Gesicht der Arena sein, aber kennen die Stimme der Arena? Heute in der Arena, Christian Imark, Nationalrat SVP. Er sagt... Das ist Irina. Sie vertont bei uns die Erklärvideos, aber eben auch die Vorstellungsrunde. Irina, macht das Spass? Ja. Warum?
Es ist etwas, was ich kann, was ich mache, seit ich drei Jahre alt bin. Ich lese laut. Ich mache sehr gern. Sehr viel verschiedene Inhalte. Ja, sehr abwechslungsreich. Du hast eine Stimme, die wir bei der Arena und die die Arena schauen, kennen. Aber wirst du auch manchmal draussen erkannt, so wie ich auch? Nein, höchstens, wenn ich, also auf Schweizerdeutsch sowieso nicht. Also, und wenn ich Hochdeutsch rede, manchmal, sagen Sie mal, irgendwie kommt mir die bekannt vor, aber eher, wenn ich dann ein Müsterli gebe, dann sagen Sie, aha, ja, genau, so. Apropos Müsterli, damit ich mich einstimmen auf heute Abend, sag nochmal den Schluss von der Vorstellungsrunde. Aber sehr gerne. Die Arena, moderiert von Sandro Brotz. Fantastisch. Wir bleiben gerade bei der Meta Arena, beim Twitter-Profil von Sandro Brotz. Es hat ein weiteres Video gegeben am 11. März und zwar geht es dort um ein neues Dekor-Element. Hallo zusammen, ich befinde mich hier gerade vor einem hoffentlich mehr als weniger legendären Studio 8 und ich nehme euch heute mit, weil da innen ist ziemlich etwas am Abgehen. Ich lese das schnell vor, für die, die es nochmal hören. Das wird da eingeblendet. Sandro Brotz im Arena-Outfit, volles Studio und es ist noch nicht Freitagabend. Was ist hier los? Dem, was wir hier machen, dem sagen wir Pilot. Pilot heisst, man tut eine Sendung durchproben und vor allem Kamerapositionen anschauen und mit der Regie zusammenarbeiten, aber auch Gäste situieren, so wie es dann in der Sendung wäre. Und das Ganze hat damit zu tun, dass unser Studio im Moment ein bisschen anders aussieht. Wir gehen ein bisschen zurück in die Vergangenheit, so wie es am Anfang war. Die Arena ist wieder mehr eine Arena. Was ist denn jetzt konkret neu im Studio? Wir haben hier vis-à-vis von der Hauptrunde ein neues Element, wo wir bis zu 5 Leute platzieren können. Dass die können auf Augenhöhe mit der Hauptrunde diskutieren. Dann haben wir hier hinten eine Zusatzposition, wo, das sieht man fast nicht, als ich das erste Mal reingekommen bin, ist es mir nicht aufgefallen, dass es da jetzt höher ist. Und wenn man da jetzt herhöckelt, ist es ganz ein anderes Gefühl, weil wenn der sich da vorne umdreht, dann kann ich dem direkt in die Augen schauen. Wie wird sich das neue Studiosetting auf die Sendung auswirken? Das werden wir vor allem dann sehen, wenn wir es zum ersten Mal mit dem neuen Dekor machen. Aber ich glaube, es wird mehr Interaktionen geben, auch zwischen den Leuten, die jetzt sozusagen gegenüber vis-à-vis von mir stehen und der sogenannten Hauptrunde. Ich glaube, das wird anspruchsvoll, auch für mich als Moderator, weil es kann hin und her gehen. Aber ich glaube, man kommt dann ja wieder ein bisschen das Arena-Feeling noch mehr über, wie es der Name eben schon sagt. Ja, und das werden wir dann nachher gerade sehen, wie das Arena-Feeling so zustande kommt mit dem neuen Dekor-Element. Also die Kernidee ist, glaube ich, dass, weil oft Kritik gekommen ist, dass die halt hinhöckeln, dass wenn sich einer aus der Hauptrunde umdreht und mit dem, der hinhöckelt, redet, dann schaut er auf den runter. Und darum hat man jetzt quasi zwei Elemente geschaffen, damit man die auf Augenhöhe kann diskutieren lassen. So, jetzt die eigentliche Arena. Bitte, dann schaue ich halt meine eigene Arena. Mit Blackjack und Nutten. Mit Kurz und Jens. Dieses wunderbare Gibim ist irgendwo zmitzt im Bänderclip reingekommen. Du hast eine rechte Latenz im Moment, so wie es wirkt. Ich habe auch schon eine Idee, an was das liegt. Ich sage das dann später. Alles klar, aber die Sendung bringen wir noch durch. Die Sendung bringen wir noch durch so, oder? Du gibst Bescheid, wenn du wieder rum bist.
Ich bin grundsätzlich da, ich höre alles. Aber eben, dann bringen wir die Sendung so noch durch. Ja, ja, klar, habe ich vorher gesagt, ja. Ja, das, ich habe es jetzt zweimal gefragt und eben keine Antwort gehört. Ah, interessant, okay. Easy. Arena vom 11. März, Intro und Gäste und ich habe musikalisch gar nichts angepasst. Heute in der Arena. Andres Andreksson alias Stress, Rapper. Er sagt, dieser Krieg ist schrecklich. Wladimir Putin kennt nur die Sprache der Gewalt. Das macht mir Angst. Toni Frisch, ehemaliger Leiter Humanitäre Hilfe DEZA, sagt, dass die Schweiz humanitäre Hilfe leistet, ist zentral. Nötig ist jetzt eine koordinierte Hilfe. Einzelaktionen nützen weniger. Marianne Binder, Nationalrätin Die Mitte, sagt, der Angriff auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die Schweiz, als Teil eines freien Europas. Deswegen sind die Sanktionen gegen Russland nötig. Gregor Rutz, Nationalrat SVP, sagt, durch die Übernahme der Sanktionen gegen Russland ist die Schweiz zur Kriegspartei geworden. Wir haben unsere Neutralität verletzt. Das ist falsch. Außerdem im Also, wenn ich da schon muss eingreifen, es ist einfach... Das ist fundamental falsch, das ist fundamental etwas anderes. Studio Christoph Franzen, ehemaliger Russland-Korrespondent SRF. Die Arena, moderiert von Sandro Bronz. Ja, das verändert unseren Parteiencounter. Ich habe das von letztem Mal selbstverständlich noch nachgeführt, was ich dort vergessen habe. Und das kommt jetzt neu dazu von dieser Arena. Der Herr Rutz und dann später in dem neuen Dekorelement steht von der jungen SVP noch der Herr Spielmann. Darum SVP plus 2 macht 181. Dann haben wir die Frau Binder von Die Mitte plus 1 macht 29. Und auch im neuen Deko-Element, hinter dem neuen Deko-Element platziert, ist Frau Küng von der jungen Grünen, also die Grünen plus 1 macht 87. Jetzt haben wir 3/4 von der Arena schon gesehen quasi. Und dort hat es auch sehr gute Inhalte gehabt. Es hat sehr bewegende Inhalte gehabt. Es hat allerdings wenig gehabt, wo man kann darüber diskutieren kann. Und wenig gehabt, wo auch wirklich etwas aufgekommen wäre, wo wir hätten dumm von der Seite reingrätschen können. Das lohnt sich durchaus zum Anschauen. Es lohnt sich aber nicht, um in einer Meta-Arena zu verwursten. Das ist so meine Einschätzung. Ich weiss nicht, ob Jens hast du die Arena gesehen, würdest du das anders sehen, oder? Reingeschaut, quergelesen, etc. Nein. Nein. So nach 50 Minuten irgendwie mal ein bisschen interessant, aber das wäre es noch gewesen. Und dort, also ich habe es auch vorher interessant gefunden, aber das nur, egal. Gegen das Ende schauen wir rein, und zwar Thema Sanktionen. Sie wissen, die Schweiz hat ein paar Tage gebraucht, bis man sich dann den Sanktionen von der EU gegen Russland angeschlossen hat. Und prompt ist die Schweiz dann in Russland auf die Liste gekommen von den Staaten, wo Moskau nicht mehr freundlich sind, sagen. Und der russische Botschafter in der Schweiz hat dann dazu auch noch gesagt, die russische Seite betrachtet alle von den USA, der EU und leider auch von der Schweiz angekündigten Sanktionen als illegitim, da sie ohne Beschluss des UNO-Sicherheitsrats verhängt wurden. Marianne Binder, Sie haben ein bisschen gelächelt, aber Sie meinen es, glaube ich, nicht mit dem Lachen. Nein, ich meine, also, ich weiss nicht, ob der UNO-Sicherheitsrat, das habe ich aber von einem Tweet, den ich gesehen habe, beschlossen hat, dass die Russen in die Ukraine einmarschieren sollen. Also, das war so ein ironischer Tweet gewesen. Ich finde, das geht sogar einen Schritt weiter. Wir hören da endlich einmal Zynismus von einer Mitte-Vertreterin. Das finde ich auch grossartig. Wenn auch nur zitiert von einem Tweet, wo sie irgendwo gelesen hat, aber immerhin. Also, das ist eine unglaubliche Aussage. Und das ist ein,
ein Angriff auf das Völkerrecht. Das ist eine Völkerrechtsverletzung, die das Land macht. Und das muss man einfach ganz klar zurückweisen. Und wenn ich gesagt habe, dass das ein Angriff ist, auch auf unser Land, dann meine ich das genau auch so, weil die Schweiz ist ein Teil von Europa. Und da wird ein europäisches Land angegriffen. Und da gibt es nichts anderes, als dass man jetzt auch mitträgt an diesen Sanktionen. Das ist für mich ganz wichtig, weil wir haben die bewaffnete Neutralität, das nennen wir so. So etwas ist ein Angriff und dann trägt man es eben mit. Da tut der Barotz nochmal nachfragen und Frau Binder antwortet. Und ganz überraschend, ein nicht geplanter Applaus für die Frau Binder. Sie sagen, man trägt es mit, andere sagen, man hätte die Partei ergriffen, oder? Der ja. SVP-Vordenker Christoph Blocher hat gesagt, die Schweiz ist jetzt im Krieg. Und die NZZ hat einen geilen Artikel gemacht mit der Überschrift, warum Blocher sich irrt. Nochmal, darf ich es vielleicht nochmal wiederholen, wir haben die bewaffnete Neutralität. Die bedeutet, wir greifen nie an, aber wir tun unser Land verteidigen. Das ist eigentlich ein grosses Friedenskonzept, wenn das alle so würden machen. Das Konzept hat, dann gäbe es nämlich weltweit keinen Krieg. Ich finde die Verlinkung mit unserer bewaffneten Neutralität und den Sanktionen, die sie da macht, finde ich schwierig. Weil um das geht es ja eigentlich nicht. Das hat ja nichts mit unserer bewaffneten Neutralität zu tun an sich, wenn wir Sanktionen mittragen. Es geht ja dort um die politischen Massnahmen. Aber da hat jetzt ein Angriff stattgefunden auf Europa und mehr uns als Teil von Europa. Wir gehören zu dieser europäischen Sicherheitsarchitektur. Nach dieser Logik müssten wir die Schweizer Garde in die Ukraine schicken. Also Soldaten, bewaffnet. Und das ist ja sicher nicht das, was Frau Binder meint. Darum finde ich die Verlinkung problematisch. Auch wenn wir nicht zur NATO gehören. Und dann haben wir die Sanktionen mitzutragen. Und dann haben wir das mitzutragen, weil wir so damit auch einen solidarischen Beitrag leisten. Das gehört dazu. Und das ist neutral. Weil wir würden uns sonst, wenn wir auf die Seite vom Aggressor und auf die Seite vom Unrecht setzen. Und da wäre dann eben genau nicht mehr Neutralität. Wir können nicht Partei ergreifen für das Unrecht. Andres Andrexon, ist die Schweiz im Krieg? Der Brotz ganz überrascht. Okay. Was? Da klatscht jemand. Nicht für mich, Frechheit. Ja. Wir haben es in der letzten Sendung auch angeschaut, den Unterschied von der rechtlichen zu der politischen Neutralität. Das mal kriegen wir das erklärt und interpretiert vom Stress. Die klatschen mit? Hey, überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass neutral zu sein, heißt nicht zu schweigen. Und speziell in diesem Fall. Es tut mir leid, aber er muss sein. Oh la la, wir haben einen Gast aus Frankreich. Wenn wir würden nichts sagen. Manchmal, wenn man sagt nichts, man sagt es auch etwas. Man sagt auch etwas. Mhm. Und ich glaube, in diesem Fall, wenn man würde nichts sagen, würden wir eigentlich wir würden die Putin unterstützen. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass wir haben diese Neutralität, die ist auf die juristische Seite, aber es heißt nicht, dass politisch wir müssen einfach unsere Maul halten. Und ich finde es total relevant, wie die Schweizer, die Bundesrat sich benimmt. Das finde ich eine wunderschöne Beschreibung von der juristischen, also der rechtlichen und der politischen Neutralität. Ja, wir haben die Neutralität irgendwo auf der juristischen Seite, das heisst aber nicht, dass wir politisch mit unsere Fresse heben. Sehr, sehr schön. Ja, demgegenüber stellen wir jetzt den Standpunkt von der SVP und er ist so jenseits. Sie sagen, man hat Neutralität mit den Füßen getreten, Herr Rutz. Ja, ich bin ziemlich schockiert gewesen, was gelaufen ist in den letzten Tagen. Ich glaube, es sind viele auch unüberlegte Äußerungen gemacht worden. Von dir und deiner Partei? Ich glaube, man muss wirklich so Situationen
ganz in Ruhe mit kühlem Kopf entscheiden. Und es heisst sicher nicht, dass man Parteien ergreifen muss für den Aggressor, wie da gesagt worden ist. Absolut nicht. Aber doch. Neutral sein heisst eben, dass man unparteiisch ist. Und wenn wir jetzt langfertig behauptet, man hätte juristisch das und das und das alles richtig gemacht. Das Faktum ist einfach, man werden nicht mehr als unparteiisch wahrgenommen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da könnte man auch ganz so gut der NATO und der EU beitreten. Neutral sein heisst eben, Selbstbeherrschung haben, eben mal ruhig bleiben. Und auch nachher der Vorteil gesehen von dem Ganzen. Wir könnten jetzt vermitteln, viel besser, wenn man wirklich von beiden Seiten als neutral wahrgenommen wird. Das heisst nicht, sich auf eine Seite schlagen. Der Neutrale ist meistens am Anfang unbeliebt, weil jeder sagt, der ist ja nicht auf meiner Seite. Aber genau das ist das Wesen von der Neutralität. Gut, jetzt und Moment. Als Schweiz, nur noch ein Satz, als Schweiz haben wir, glaube ich, eins gelernt in der Geschichte. Wenn sich Grossmächte auf den Deckel geben, sind wir als Kleinstaat besser beraten, unsere Finger davon zu lassen. Kollege! Aber bevor wir uns jetzt hier echauffieren, es ist gar nicht nötig, weil wir haben ja in der Arena schon einen, der sich echauffiert, respektive er echauffiert sich nicht. Der Dezadu tut glasklar erläutern, warum er einfach falsch liegt. Sie juckt, ich weiss es, sie auch, aber wir haben einen Profi bei uns, oder? Der ja, weiss, wie es mit Verhandlungen ist. Nein, sie auch, logischerweise. Aber ich meine jemanden, der im Feld draussen war und wo die Leute auch kennt. Der Gregor Rutz sagt jetzt eigentlich, es ist jetzt nicht mehr so möglich für die Schweiz, in so eine Position hineinzugehen, wo man die sogenannten guten Dienste zur Verfügung stellt. Ist das so mit dem, dass wir die EU-Sanktionen übernommen haben? Aus Ihrer Sicht? Das glaube ich so nicht. Ich bin sehr froh gewesen, und ich habe mich auch schriftlich geäußert zu diesem Thema und auch in verschiedenen Medien. Ich bin sehr froh gewesen, dass der Bundesrat rasch und bestimmt die Sanktionen hat nachvollzogen. Weil wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir unsere Glaubwürdigkeit bei den westlichen Ländern sowieso verloren. Und die wären nicht mal für den Westen glaubwürdig gewesen für die Vermittlung. Und Putin ist es ohnehin Wurst. Der tut einfach denen Gnade geben zum Vermitteln, wo sind denn gerade dient im Moment. Und darum bin ich überzeugt, es ist richtig gewesen, nachvollziehen von den Sanktionen, zu dem stehen und gleichzeitig auf allen Wegen probieren, humanitäre Hilfe ist eins, aber eben auch die Vermittlungsrolle, die guten Dienste einzubringen. Da hat die Schweiz zweifellose Chancen. Wenn sie sie nicht heute hätte, hat sie sie im Laufe dieses Konflikt bestimmt wieder. Und darum stange ich klar dazu, es ist richtig gewesen. Da bin ich überzeugt, dass man die Sanktionen hat nachvollzogen. Ja, jetzt hören wir Frau Binder nochmal. Und es ist ein bisschen gar viel NATO-Begeisterung für meinen Geschmack. Ja, ich weiss, die Fahne da hinten, die wird dann wieder durch die UNO-Fahne ersetzt, selbstverständlich. Wir hören jetzt mal den Beitrag. Wir haben nicht das erste Mal Sanktionen ergriffen. Das ist zum x-ten Mal, wo wir auch Sanktionen mittragen, wo dann aber unsere Neutralität wegen dem nicht aufs Spiel gesetzt haben. Ich erinnere vielleicht an 1956, ich erinnere an 1968, an erstens Ungarn-Krise, später den Einmarsch in die Tschechoslowakei. Wir haben immer uns auch auf eine ganz klare Seite gestellt und haben unsere Neutralität wegen dem nicht aufgegeben. Und ich glaube, wir müssen uns ja bewusst sein, woran das wir gehören. Wir gehören, und da bin ich ja auch unsäglich dankbar, wo auf dieser Seite von der Mauer aufgewachsen ist, zum Teil im Westen, wo die Staaten, wo die Souveränität der Staaten geachtet wird, wo das Selbstbestimmungsrecht der Länder geachtet wird. Und genau das müssen wir jetzt gerade, wo in dieser gewissen Verwöhntheit aufgewachsen sind vom Westen, eben anderen Staaten auch können garantieren. Und das heisst, dass man solidarisch das mitträgt, was Europa ist. Und eben genau auch ein freies Land in Europa. Also, ich weiss ja nicht, aber es gibt wahrscheinlich ein paar Staaten, unter anderem im Mittleren Osten, wo das ein bisschen anders sehen mit dem Selbstbestimmungsrecht von diesen Staaten. Wenn man auf die NATO schaut oder auf einzelne NATO-Mitglieder, also da einfach die Lobeshymne auf die NATO loslassen, finde ich auch schwierig. Jens, Ergänzungen? Nö. Dann kommen wir zum Herrn Rutz, der im Abseits steht. Der Binder gebe ich im politischen Argument ja recht. Die Geschichte interpretiert sie aber sehr eigen.
Also das geht mir jetzt auch wieder zu weit. Also, es ist auch schlicht falsch, was sie dann sagt. Ich habe heute mitbekommen, dass der Christoph Blocher gesagt hat, wir tun jetzt eine Volksinitiative, vielleicht machen wir doch das prüfen, dass man nicht mehr so er Sanktionen... Er ist pensioniert, er hat nichts anderes zu tun. Das ist normal. Was für eine Überraschung. Ja, aber Frage ich bin sehr erfolgreich in der letzten Zeit mit all diesen Dings. Nein. Aber die Frage ist, ob es kommt oder nicht. Und dann stehen wir wieder da in einer Abstimmungsarena und werden darüber debattieren. Ich frage Sie, kommt das oder kommt es nicht? Oder haben Sie das auch nicht mitbekommen? Ich weiss es nicht, nein. Aber auf jeden Fall ist die Frage von der Neutralität sehr eine relevante Frage. Wir haben das viel diskutiert jetzt im Parlament. Ich glaube wirklich, wir haben Fehler gemacht. Da ist sehr vieles unüberlegt passiert. Natürlich hat es Druck gegeben von den westlichen Staaten. Das habe ich auch gesehen. Nur, wenn man dem Druck weicht, dann gibt es Druck von anderswoher. Am Schluss, glaube ich, ist man als Kleinstaat gut beraten. Wir sind gut damit gefahren, wenn wir uns neutral verhalten. Abgesehen davon, dass man dann auch noch die guten Dienste und die Verhandlungen viel besser kann anbieten. Und das bräuchte ich. Wir haben den Zweiten Weltkrieg nicht einfach wegen unserer Neutralität überlebt, sondern weil sich die Alliierten den Nazi-Deutschland besiegt haben, zusammen dann am Schluss auch noch mit den Russen, aber wir haben die Neutralität nicht einfach selber so. Wir können jetzt noch ein neutraler Staat sein, eben genau, weil wir im Verbund mit anderen Staaten die Nazi-Deutschland besiegt. Es sind immer viele Faktoren, die dazu zählen. Also am Anfang richtig, die Alliierten zusammen mit Russland haben Nazi-Deutschland besiegt. Richtig. Nachher aber den Satz sagen, weil wir zusammen mit den Alliierten Nazi-Deutschland besiegt haben. Das ist also sehr heikel, weil die Schweiz im Zweiten Weltkrieg... Nein. Nein. Oerlikon Contraves, respektive Oerlikon. Ja, da schaust du mal unsere Goldbestände an. Das ist ja. So. Oder wo Züge durchgefahren sind, von wo, durch wo, bis wo... Und für was wir irgendwie Geld bekommen haben, weil wir Sachen verschwinden lassen haben oder andere Hurenbock-Kack. Ja. Wir können nicht mehr lange mit dem diskutieren, ich komme ins Magengeschwüren. Ja. Wir bleiben beim indirekt beim Herr Rutz. Jetzt sehen wir das neue Dekor-Element. Weil jetzt ist ja die Frage, der Herr Rutz kann allein in die Arena rein gegen drei andere anstehen. Kann seinen Scheiß immer und immer und immer wieder wiederholen. Er stimmt jedes Mal nicht. Man braucht jedes Mal wahnsinnig viel Zeit, um das wieder berichtigen und erklären, warum es Scheiße ist, oder Rutz labert. Dann haben wir aber eine junge SVP. Was kommt bei denen an, wenn die Alten halt immer den gleichen Scheiß wiederholen? Die hören dann im Normalfall nicht der Arena oder der anderen Meinungen so lange zu, sondern die haben dann ihr relativ geschlossenes Weltbild. Und dann tönt das nachher so. Severin Spielmann von der jungen SVP. Was ist so gefährlich daran, wenn man als Land Haltung zeigt? Ja gut, also ich meine, es gibt einen gewissen Rahmen, wo ich finde, da ist es gut gewesen, hat die Schweiz eine Haltung zeigt, zum Beispiel bei der Deklaration in der UNO-Vollversammlung. Das war natürlich klar gewesen. Und das finde ich auch gut gewesen, dass die Schweiz natürlich auf der Seite von der... Aber die Frage ist, warum... Also, er redet da von der UNO-Vollversammlung. Ihr mögt euch erinnern, wir haben sie in der letzten Meta-Arena eingeblendet. Wir haben die Abstimmung im Nationalrat, wir haben die SVP, die gegen die Erklärung war. Und nachher habe ich eingeblendet die Abstimmung in der UNO-Vollversammlung und die Länder aufgezählt, die dagegen waren. Und dann haben wir den Link gemacht, die SVP ist dementsprechend für Russland, Nordkorea, Syrien und was dort halt noch übrig geblieben ist. Er wiederum sagt jetzt, ja, dass dort die Schweiz das gemacht hat, das ist gut. Aber was denn nicht? Ist es gefährlich, aus Ihrer Sicht? Das haben Sie ja gesagt im Volksgespräch. Also primär ist die Aktion, was Sie gerade noch meinen, ist die Aktion, die die Schweiz halt da gemacht hat mit der vollständigen Übernahme von der EU-Sanktionen. Primär ist einfach meine Sorge, die Neutralität können wir nicht einfach nur da innen sagen, hey, wir haben das jetzt gemacht und wir finden...
Sogar der Rutz verzieht das Gesicht, weil er die Hoffnung hat, bringt er den Satz so an, dass es stimmt, das, was ich sage. Okay, wir fühlen uns immer noch neutral. Das nützt nichts. Die anderen müssen anerkennen, dass wir neutral sind. Nur so funktioniert es. Aber der Toni Frisch hat uns vorher erklärt, und ich glaube, man kann ihm wirklich vertrauen, dass wir irgendwo durch halt die guten Dienste nicht aufs Spiel gesetzt haben. Also ich hoffe, dass die langfristig nicht aufs Spiel gesetzt worden sind. Zum Beispiel gerade Georgien, vertritt Schweiz, Russland und umgekehrt. Gut, und danke. Also erstens, der Typ bringt keinen Satz geradeaus an und zweitens einfach meine Beobachtung, respektive meine Meinung. Neutralität hat in einer globalisierten Welt schlicht und ergreifend keine Zukunft. Sorry. Was sagst du? Demon Switzerland. Was? Nein, ich glaube nicht, dass Neutralität keine Zukunft hat. Das glaube ich nicht. Die Frage ist, reden wir von der rechtlichen oder von der politischen Neutralität? Und die politische Neutralität haben wir so ja nie gehabt. Und das ist das, was immer souverän von der Mitte Politikerinnen und Politiker aufgearbeitet wird. Magst du dich erinnern an Pfister im Nationalrat, jetzt wieder Frau Binder, wo mit dem historischen Vergleich immer wieder kommen. Jedes Mal kann die SVP nebenzustehen und sie checken es nicht. Das hätten sie noch nie gehört. Ja, das Parteiprogramm. Richtig. Dann, was die Fahne da hinten anbetrifft, NATO, die Schweiz ist kein NATO-Mitglied, steht auch nicht zur Diskussion, ob man Mitglied werden soll. Österreich übrigens auch nicht, Österreich ist neutral, trotzdem in der EU, aber nicht in der NATO. Die Frage, die sich ein bisschen stellt, wenn man die Blockkonfrontation wieder hätten, sprich China, Russland, NATO, zmitzerin in die Schweiz und noch Österreich, wo sie ja so EU, aber nicht NATO, aber wie auch immer. Wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, bin ich nicht so verrückt, haben wir ein bisschen NATO rundherum. Ehrlicherweise. Das ist das Einzige, was uns anschreit im Notfall. Ja. Das ist schon so. Was jetzt keine Liebeserklärung an die NATO war. Und wie gesagt, die Fahne kommt wieder weg, weil selbstverständlich wäre das da, das Maß der Dinge, wenn man sich dann daran halten würde. Verabschiedung und Outro. Oh yeah. Und dass wir auch eine Sendung haben können, wo ein Rapper mit dem SVP-Nationalrat tritt und ein Profisache humanitäre Hilfe mit einer Vertreterin von der Mitte und mit Ihnen vis-à-vis von dieser Hauptrunde. Vielen Dank, dass Sie alle zusammen heute Abend bei uns sind. Vielen Dank auch Christoph Franzen. Ich lege Ihnen weiterhin die Glückskette ans Herz und die Spendensammlung dort, glückskette.ca. Ein kleiner Mausklick und Sie können Grosses bewirken. Mich finden Sie auf Instagram, Facebook und Twitter. Und wenn Sie auch mal möchten, da im Studio mit dabei sein, dann melden Sie sich unter arena.srf.ch. Mir bleibt etwas, was Olga Parakal vorher in dieser Live-Schaltung gesagt hat, nämlich es sei wie ein Molotow-Cocktail, der in der Seele explodiert und alles durcheinander bringt. Denken wir über das nach. Gute Nacht aus dem Studio 8. Es gab natürlich quasi einen Nachrichtendienst im Nachrichtendienst. Nein, doch. Startups, das sind auch Leute, die geistig beweglich sind, die mobil sind. Ich tippe mal so auf Jugendliche. Die machen ja meistens den größten Scheiß. Dem sagt man eine Standpauke. Heute ist ein trauriger Tag. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, was das Ganze eigentlich soll, was im Moment passiert. Mimi. Kurzversion von Mimi. Die lange muss ich mal wieder raussuchen, verdammt. Ja, das wär's gsi von der Meta Arena für den Moment. Ihr könnt wie immer
Liken, sharen, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen. Und kommentieren, das könnt ihr machen direkt unter dem YouTube-Video oder aber ihr macht es wieder Dodo und schickt ein Video. Könnt auch eine Sprachnachricht schicken an 079 957 6447 via Signal, WhatsApp oder Viber. Ihr erreicht mich auch auf Twitter, @kurzerklärt oder via Facebook. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, weil das ist ja so, Hilfe! Wir brauchen Geld! Schnell! Dann könnt ihr das machen unter metarena.ch/support findet ihr Bankverbindungen oder einfach paypal.me/metarena. Wenn ihr findet, was die zwei Dudes da die ganze Zeit labern, macht so überhaupt keinen Sinn, dann könnt ihr doch selber mitreden. Einfach über die gängigen Kanäle melden. Ihr könnt auch ein Mail machen, info@metarena.ch. Dann braucht ihr eigentlich nur eine Webcam, Mikrofon, Kopfhörer und eine Internetverbindung. Vielleicht ein bisschen geilere wie der Jens. Und dann sind ihr mit dabei. Dann können wir euch da dazu schalten. Die nächste Metarena wird nicht am Sonntag folgen. Das kann ich schon mal versprechen, weil das Wochenende liegt nicht drin, um all das Material zu klippen. Ich tippe auf den Verlauf der nächsten Woche. Oder wir machen dann am Sonntag in einer Woche einfach eine Doppelfolge. Je nachdem. Das wär's gsi. In dem Sinn wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao zusammen. Ade. Tschüss.